Solingens 48. Autoschau bot rund 140 Autos, Motorräder, Roller und E-Bikes. Und einen Düsseldorfer, der bald mit seinem Bike nach Australien will. Okay, wie viel PS hat er? 69. Und was blitzt er so? 100 Stundenkilometer. 100 Stundenkilometer. Das gab es da früher schon mal, oder? Ja, aus den 70er Jahren. Aus den 70er Jahren. Das ist Retro mit neuer Technik. Die Vespa hat doch im Grunde genommen so einen Boom erlebt in Deutschland, oder? Ja. Ja, Renaissance. Ne? Renaissance, der also alte Kultrolle aus den 60ern, das oder? Das ist Kultstatus, wirklich, ja. Wie viele Schüler sind denn hier so pro Jahr an dem Auto dran? Ungefähr 20, je nachdem. Und der kommt von welcher Schule? Technisches Berufskolleg. Ja. Australien ganz schön weit, ne? Also lasst ihr da irgendwas aus, wenn ihr einmal drüben seid? Ich glaube nicht. Wir fahren in 6 Monaten einmal rund um Australien und spulen dabei so circa 25.000 Kilometer ab, wollen Tasmanien noch fahren, die Motorräder gehen per Schiff rüber. Wir berichten auf unserer Webseite www.merkel-on-tour und sind geplant Weihnachten 18 wieder in Düsseldorf. Letzte Frage, Merkel-on-tour, hat die Kanzlerin damit zu tun? Nicht, aber die kennt mich. Okay. Diesmal ging es am Samstag sogar bis 22 Uhr. Dazu hatten die Veranstalter das Theater- und Konzerthaus in bunte Farben getaucht. Wie PS hat er denn? Den haben wir jetzt hier, 400 PS, 5,7 Liter Hemi aus den USA. Ja, und Diesel oder was? Nein, Diesel, aktuell kein Diesel im Angebot. Wir machen LPG, also fahren wir günstig mit Autogas. Dafür sind die Motoren perfekt geeignet. Schöner Wagen, oder? Ist auf jeden Fall ein schöner Wagen. Ja. Den möchte ich mir jetzt gleich holen. Ehrlich? Was fahren Sie denn jetzt zurzeit? Aktuell fahre ich kein Auto. Ja? Ich bin ein Student und dafür arbeite ich ja. Okay.